9/11 Magazine presents top teams from two generations. The Porsche collection of the Ingram family and the rescue of a 356B Carrera GTL Abarth. 25 years old and still a youngster, the Boxster and its success story, and Trial by Fire on the Nordschleife. Two racing pros become fans of the new high-performance sports car from the 911 GT family. From the time I was 10 or less, I loved cars, and I would try to identify a car by the sound, and I got to be reasonably good at it. We're extremely proud, but also humble to have the privilege of being caretakers of these cars. Our family's collection has gone through multiple evolutions of themes. And the most current theme are really enjoying the cars that we have. There's not many manufacturers in the world where you can drive something from the 50s and their brand new product, and they have this total connectivity of DNA. We got a big gas explosion. It's knocked down a lot of this building. We could see that our building was intact, but the building next to ours was literally just demolished. The fire leaped over and destroyed the roof, put a big hole in it, and that's what caused the ultimate damage. We had about half of our collection in the building. It was a day, obviously, we as a family will never forget. The Abarth has always been a special car. As you know, they made 20 of these in 1960-61. This is car number 8. We're the third owners of the car, and we were looking forward, before the explosion, to showing it at Pebble Beach. So in 4.5 months, we rebuilt all the drivetrain, suspension, fuel system. We did a complete, which would normally take 2 years, we did it in 4.5 months. It's a very weighty feeling to work on this project for 4,000 plus hours and then be sitting next to your father, who you love so much. And he's given me every opportunity in life, and we have this shared passion, this Porsche passion. And it was a very surreal and special moment to realize that, you know, we only have this time together. You only get to go to Pebble Beach so many times, and the reality that we had made it, we had finished this project. I will say, I think that day brought us together even closer as a family. What's compelling for our family is the stories behind the cars. And that's really what's so fun. It's again about the people. It's as much about the people as it is the cars. And so each car has a fascinating story of either in the day it was raced by famous drivers, it did incredible things, or the people who owned it were really fascinating as well. So that's really part of the journey. I think that's kind of the spirit that emanates from the mark. You finish what you start. Porsche war ja in einer Krise, und so eine Studie auf einer so bedeutenden Messe vorzustellen und so einen Erfolg zu bekommen, darauf basierend hat man sich bestätigt gefühlt, einen Roadster zu bauen. Spezifisch beim Boxster ist, er hat einen Kofferraum vorne und einen Kofferraum hinten. Vorne den Deckel flach abfallen, die Kotflügel betonen und hinten auch wieder das Heck sehr flach abfallen. Und daraus resultierend musste auch das Verdeck in einer speziellen Z-Faltung konzipiert werden. 12 Sekunden, tolle Zeit. Kurz anhalten, mechanisch entriegeln, aufmachen und weiterfahren. Technische Highlights sind sicher auf der Motorenseite die integrierte Trockensumpfschmierung, die dann auch ermöglicht, hohe Querbeschleunigungen zu fahren. Das VarioCam, also mit der verstellbaren Einlassnockenwelle. Auf der Fahrwerksseite sind es die Bremsen, die Monoblock-Sättel, die natürlich eine hohe Leistungsfähigkeit bewiesen haben. Da ging es um die Belüftung, da hat man nochmal einen speziellen Bremsluftspoiler im Fahrwerk angeordnet, sodass die Scheibe super gut angeströmt werden konnte. Der Boxster hat einen CW von 0,31. Damit hatten wir schon den besten CW-Wert im Segment.
Aber nicht nur der CW-Wert. Porsche typisch ist ja wieder auf der einen Seite die Effizienz zu haben, aber auf der anderen Seite auch die Fahrdynamik sicherzustellen. Und für die Fahrdynamik brauche ich immer mit zunehmender Geschwindigkeit am Ende genügend Druck auch auf der Hinterachse. Und dafür hat man beim Boxster einen ausfahrbaren Spoiler einsetzen müssen. Und das hat den Fahrwerkern natürlich die Grundlage gelegen, eine exzellente Fahrdynamik zu machen. Auf der einen Seite sind wir immer in Kanada gewesen, auf die zugefrorenen Seen und die Straßen und immer dort die Erprobungsfahrten gemacht, bis runter dann nach Los Angeles, um auch Klimaanlage alles auszutesten, die verschiedenen Bedingungen. Wenn man sich vorstellt, ein Roadster mit dem Verdeck bei minus 30 Grad, Schnee und allem drum und dran, aber es musste funktionieren, es ging auch bei minus 30 Grad auf. Ja, uns hat es immer wieder gezeigt, dass das Auto auf einem guten Weg ist und wir es dann auch so wie geplant in Serie gebracht haben. Der Boxster ist heute immer noch als der erste Boxster wiederzuerkennen. Und da wird sich keiner fragen, was für ein Auto ist das. Und das ist eigentlich die Porsche-Philosophie, die auch unterstreicht die Nachhaltigkeit, mit der wir arbeiten. Die generellen Proportionen des Fahrzeugs, auch wenn es jetzt länger, breiter und flacher geworden ist, der vordere und der hintere Überhang, der hinten speziell recht kurz ist, das Verdeckkonzept, die Zweisitzigkeit und ganz wichtig, der Mittelmotor mit dem Sechszylinder hat sich nicht verändert. Nach wie vor ist es ein sehr emotionales Fahrzeug. Wir haben nach wie vor einen sehr kernigen Sechszylinder-Sound. Das sind alles Themen, die das erste Fahrzeug, das vor Kunde angeboten wurde, der 986, mit dem heutigen Fahrzeug immer noch verbindet. Das 25-Jahre-Modell greift diverse stilistische Merkmale aus dem Showcar auf. Das an die Studie von 1993 erinnert, ist der Windlaufrahmen, der hier auch in schwarz-matt ausgeführt ist. Hat seitdem auch kein Boxster-Fahrzeug gehabt. Beispiel 986, da ist es in Wagenfarbe ausgeführt. Das ist hier ein direkter Bezug, den wir herstellen wollten, auf die Studie von 1993. Die Farbgebung mit diesem neuen Lack Neodym ist auch eine Erinnerung an die damalige Studie, die diesen Kupferton in Verbindung mit diesen Hornakzenten innehatte. Und dieses Thema haben wir möglichst gut versucht wieder darzustellen, aber eben mit Evolutionscharakter, sodass es auch in die Neuzeit transportiert wird. Es ist toll zu sehen, was aus einem Konzept werden kann und wie stark das trägt. Der Boxster ist zum Klassiker geworden und solche Modelle unterstützen das Ganze. Nürburgring Nordschleife. The ultimate proving ground for all sports cars. Trial by fire for the new Porsche 911 GT3. Pure racing technology in a production model. 4-liter six-cylinder boxer engine. Top speed of 318 kilometers per hour. From 0 to 100 in 3.4 seconds. 7-speed dual clutch transmission. Sophisticated aerodynamics. Und wenn ich das natürlich heute höre, was ihr da angestellt habt, eine Minute, das ist ja Wahnsinn. Sind Lichtjahre, ne? Wie war es denn bei dir vor 20 Jahren mit dem ersten GT3? Ja, 20 Jahre zurück, trotzdem immer noch voll da. Das war natürlich ein tolles Erlebnis damals. Wir hatten uns nie erhofft, dass ein Serienauto unter 8 Minuten fahren kann. Dementsprechend sind wir natürlich schon mit großer Spannung da an die Sache rangegangen. Und war natürlich hellauf begeistert, als da ein 756 stand. Mir ging es damals genauso. Das war schon eine absolute Hausnummer. Die unter 8 Minuten Zeit mit dem Auto. Es war für mich damals ein absolutes Traumauto. Über die Generationen weiß keiner besser als du, haben sich die Autos natürlich immer weiter verbessert. Das aktuelle Auto ist nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Und natürlich sonst gibt es natürlich 1000 Details. Wenn ich deine Räder anschaue und schaue diese Kinderräder an, dann, wie die Leistung inzwischen auch von einem Saugmotor, über 500 PS bei 4 Liter. Und der Sound ist immer noch genial. Sound ist da absolut. Fahrwerkstechnisch ist das auf der Nordschleife jetzt die absolute Benchmark. Also ich bin persönlich noch nie ein besseres Auto gefahren. Du weißt immer genau, was das Auto macht. Die Balance von einem Auto ist im Prinzip der Schlüssel zum Erfolg, zum Schnellfahren. Das Auto ist so vorhersehbar und macht brutal viel Spaß. Damals hat man schon geglaubt, man hat ein Rennauto auf der Straße. Aber das Auto ist natürlich jetzt wirklich um so viel näher am echten Rennauto. In den letzten 20 Jahren wurden alle Errungenschaften, die im Cup-Karriere im Rennauto Einzug gehalten haben, auch irgendwo ins Serienauto übernommen. Quasi die Doppelquerlenker-Vorderachse, die wir am RSR als erstes gefahren sind, jetzt sowohl im Cup-Auto als auch im normalen Straßen-GT3. Wenn ich heute höre,
dass dieses Auto, das ja viel größer ist, das viel mehr kann, nur 75 Kilo mehr wiegt, dann kann ich nur sagen, ein Wunderwerk der Technik. Gell? Absolut, ja. Leichtbau ist natürlich ein Riesenthema. Gewicht ist Performance, ne? Ich bin ja mein ganzes Leben lang schon großer Gewichtsfanatiker. Geht mir ähnlich weiter. Ich werde oft gefragt, was wäre dir der Liebste von den allen? Das ist immer der Neueste, der Nächste ist das Traumauto. Ja, so sieht's aus, ja. Stand der Dinge. Absolut, ja. My mom taught me, among many things, that you treat people the way you would like to be treated. And she taught me that to have friends, you have to be a friend. And my mom had a lot of friends.